Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, endlich ist es mal wieder soweit. Es gibt mal wieder auf dem Kanal Darklight Predator ein neues Video. Dazu gleich vom neuesten Call of Duty ein Gameplay. Erspielt wurde eine V2-Rakete. Der erste noch dazu von mir. Und ich werde auch ein bisschen darüber reden, was mir im Spiel gefällt und was mir nicht so gefällt. Wir sind uns schon ein paar Wochen draußen und ich denke, man kann sich da schon sein Feedback dazu richtig abgeben. Aber erstmal zur V2. Also wie man sieht, sehen wird, ich habe noch nie so defensiv einen Nuklear V2, böse Medaille, Juggernaut, wie auch immer die in jeglichen Teilen heißen, noch nie habe ich so defensiv gespielt. Und so langsam mein Gameplay zu erspielen, wäre mir das sowas von schwerfällt in diesem Teil. Ich komme darauf später noch zu, warum das so ist, warum es mir vielleicht so schwerfällt oder woran es sonst liegen könnte. Jedenfalls, ja, wie soll ich sagen, diese V2 ist sehr, sehr defensiv gespielt. Sowas von, ich habe 7, 8 Minuten. Ich weiß nicht genau, 8 Minuten glaube ich dafür, auch noch nie so lange, wie gesagt, 5, 6 Minuten. Am Ende ist es egal, ob nur 3, 5, 6 Minuten. Das ist mir völlig egal. Es ist außerdem auch die erste dazu. Vorgestern von jetzt aus gesehen, habe ich nun endlich die letzte Division auf Prestige gespielt. Ich habe mir lange Zeit gelassen. Ich hatte nicht wirklich Bock drauf. Ich hatte keinen Bock darauf, diese Division prestigen zu müssen. Diese Panzerdivision und die, ach hier, die mit der Schrotflinte, mit der Feuermunition, die kommen gerade nicht auf den Namen. Habe ich mir übelst lange Zeit gelassen. Die anderen drei waren fertig, aber die bin nicht. Naja, nun ist es vorgestern noch nicht fertig gewesen. Und nun musste ich das ja sozusagen, gestern, musste das unbedingt schaffen. Ich bin dann vorgestern schon aufgegangen und pass auf, du schaffst heute am nächsten Tag die Nuklear- oder die V2-Rakete. Und dann war es dann noch endlich soweit. Ja, ein paar böse Medaillen habe ich schon erspielt. Ich sage zwar nach wie vor, ich werde jetzt Nuklear dazu sagen. Wenn es hier böse heißt, das hört sich böse an. Böse an, so, nicht böse. Jedenfalls. Ein paar habe ich schon gespielt, aber halt hier eine V2, weil halt der Rest dazu gefällt hat, aber nun war es ja nicht so weit. So, nun kommen wir mal zu dem Teil. Was gefällt mir? Machen wir mal erstmal den Part, das ist denke ich mal etwas besser. So, was gefällt mir? Ja, das Szenario an sich gefällt mir mal wieder in Call of Duty. Nicht jetzt unbedingt hier Back to the Roots und nicht mit Springen und Boosten und so, darum nicht den Punkt, sondern einfach Zweiter Weltkrieg, das Szenario, das war damals schon nicht schlecht, oder gut, schlecht ist der falsche Begriff dafür, es war damals schon sehr gut und ja, man hat sich viel erhofft, dass das Spiel richtig gut wird und was den Punkt angeht, ist es auch top. Man kennt die Waffen von früher, ob das nun die STG-44 ist, die MP40, die Barrett, die Thompson und wie sie alle heißen. Man kennt diese Waffen aus der Vergangenheit von anderen Teilen und man weiß damit, mit dem Namen was anzufangen. Nichts Neues wie jetzt in BO3 in Man of War, das was kein Mensch kennt. Ja, durch das Spiel kennt man es, aber das gibt es ja nicht. Und zwar, diese Waffen haben ja ihren Namen und ihren Ruf und das ist ja auch was Tolles, finde ich. Schon nur deswegen, STG-44 ist einfach was Wunderbares, muss ich sagen, so wie es ist. So, dann allgemein kommen wir mal ein bisschen zu den Maps. Die Maps finde ich an sich nicht schlecht. Also, bis auf 2 Stück. US ist Texas, die spiele ich nie, muss ich sagen, es ist, da quitte ich. Ich kann mir diese Map nicht geben. Ich habe mich damals schon über Nuketown im Black Ops 3 aufgeregt, aber was die hier mit dieser Map, also ich weiß nicht, was diese Map darstellen soll. Einfach katastrophal, aber egal. Ansonsten Gibraltar mag ich auch nicht so und Aachen, naja, kommt auf den Modus an. Aber ansonsten, die anderen Maps gefallen mir wirklich sehr gut, ob das nun der Flak Tower ist. Adenon Forest ist richtig, richtig gut, die Map gefällt mir sowas von gut. Was ist noch, Point the Hook gefällt mir so gut. Und diese Santa Marie, wie auch immer die Map heißt, auch sehr top. Ich weiß nicht, welche ich jetzt vergessen habe. Aber ich glaube, die war auch nicht so schlecht. So, dann der Modus Krieg ist eigentlich auch nicht verkehrt. Ist eigentlich eine gute Idee, was sie reingebracht haben. Haben wir extrem am Anfang gespielt, ich und meine Leute halt. Hat uns gut gefallen. Aber letzte Woche habe ich gar nicht mehr gespielt, weil es mir um andere Sachen ging. Ich wollte immer mehr Nuklear-Medaillen spielen und ja, es fiel mir halt doch sehr schwer. So, was kann ich noch sagen, was mir gut gefällt? Es ist jetzt, eigentlich sind das die einzigen Punkte im Gesamten, wo ich sage, die richtig gut sind. Das Spiel ist an sich ein richtig gutes Spiel, aber, ach komm jetzt einfach mal zu den Negativpunkten. Und zwar Negativpunkt Nummer 1, das Klassensetup. Sicherlich wollten sie was Neues probieren, keine Frage. Will ich auch gar nicht negativ in einem gewissen Punkt drüber reden. Aber es hätte vielleicht im anderen Teil sein sollen. Nicht in dem. Weil jetzt sind wir back to the roots und dann hätte ich mir hier dieses Pick-10-System hätte ich mir schon gewünscht. Das wäre absolut top. Du kannst dir hier keine perfekte Klasse bauen. Ihr könnt jetzt nicht so wie in Black Ops 3 Geist, Schalldämpfer, Totenstelle. Das war so ein typisches dieses Stealth-System, wie ich in Black Ops 3 auch gerne gespielt habe. Das hat so wunderbar funktioniert. Kann ich nicht machen. Es geht nicht. Egal welche Division, welcher Perk, immer fehlt irgendwas. Sehr, sehr schade. Müssen man aber mit leben. Ich meine, man kann damit leben. Das ist jetzt nicht das Hauptproblem. Es ist okay. Es ist ein negativer Punkt, aber es ist noch zu verkraften, sage ich. Dann der nächste Kritikpunkt, wo ich sagen muss, man hätte nicht alles wieder machen müssen wie früher. Ich sage mal zum Beispiel unbegrenzte Sprinten, was man ja von Black Ops 3 und IW kannte, das war gut so. Das war absolut top.
Es ist eine absolute Umgewöhnung jetzt wieder, dass, oder es war aber am Anfang eine Umgewöhnung, dass man das nicht mehr konnte. Das finde ich absolut schlecht. Ich meine mal, das hätte man behalten können. Unbegrenzte Sprinten. Dazu kann ich schwer beurteilen, ist flinke Hände nun dabei oder nicht. Also, den Perk gibt's nicht, keine Frage. Aber ich finde irgendwie, man hebt die Waffe schnell nach dem Sprint, aber irgendwie auch wieder nicht. Denn ich bin nicht oft, der Gegner ist nicht im Sprint. Ich bin im Sprint, wir kommen in den Gunfight. Ich komme meistens nicht mal dazu, einen Schuss abzugeben, da liege ich schon. Also, keine Ahnung, an was das nun wirklich liegt. Aber, nun gut. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Es wird schon irgendeinen Grund dafür geben, aber... Gefällt mir halt nicht, man hätte es lassen können. So, ansonsten, was noch sagen, also, kommen wir mal zu dem Hauptpunkt. Ich versuche das mal gut zu erklären. Ich und mein Team, wir wissen genau, was wir damit meinen. Wir nennen das immer Alliance Druff. Das ist unser Begriff dafür. Und was meinen wir damit? Ich habe noch nie Gegner oder noch nie in einem Call of Duty gespielt, wo die Gegner so aimen wie hier. Ich weiß nicht, woran es liegt. Achtet mal alle darauf. Also, ich habe mit vielen schon drüber gesprochen. Viele sind in anderen YouTube Videos, die ich mir angesehen habe, keiner erkennt das. Ich weiß es nicht. Entweder bilden wir uns das mal ein, ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie erlebt, dass Gegner so aimen können. Egal, welchen Gegner man trifft. Guckt euch all die Killcams an. Die sind sowas von drauf. Die sehen euch, die drücken L1 oder L2, je nachdem, welche Taste man die Aim-Taste nutzt, und sind sofort oben. Jeder erste Schuss ist oben. Das ist so selten, dass irgendeiner nachkorrigieren muss. Das ist einfach nur Wahnsinn. Ich habe so noch nie gespielt, dass ich erst einnehme, wenn der Gegner kommt. Sicherlich gibt es die Situation, aber das ist Wahnsinn in dem Teil. Ich werde hier manchmal weggerotzt in diesem Spiel. Das ist echt Wahnsinn. Und das ist der Hauptkritikpunkt an dem Spiel. Ich weiß nicht, ob es am Auto eben liegt. Das kann ich mir nicht erklären. Jedenfalls, ich kann in diesem Spiel einfach nicht wirklich richtig pushen, wie ich es in BO3 kann. Da renne ich, da rase ich über die Welt. Das ist kein Problem. Der Hautsatz fliegt zu den Gegnern. Es geht hier einfach nicht. Deswegen, wie ihr seht, diese VZ2, wie die erspielt ist. Sowas von defensiv. Aber ich habe auch andere YouTube-Videos mir schon angesehen von anderen YouTubern, da ist mir das auch aufgefallen. Die haben auch nicht unbedingt so extrem gepusht. Es geht halt leider in dem Teil nicht und das hat verschiedene Punkte. Und zwar, dass halt jeder Gegner aimen kann. Also L1 drauf, wie wir das halt so gerne nennen. Ich weiß nicht, woran es wirklich liegt. Und ich finde es teilweise eine Frechheit, dass es so ist. Denn das ist, kann mir keiner erzählen, dass auf einmal seit BO3 und Infinity Warfare sich alle auf einmal so verbessert haben im Aim. Im BO2 glaube ich nicht, wenn es ein Remake geben würde, dass ich so eine Schwierigkeit hätte. Es ist einfach Wahnsinn, aber gut, müssen wir wahrscheinlich noch mit leben. Und ja, das ist der Hauptkritikpunkt von mir. An sich, im Gesamten, ein tolles Spiel, muss ich sagen, wie es ist, aber es gibt ein paar Punkte, die mir halt nicht so gefallen. Die habe ich ja nun genannt. So, das wär's dann von meiner Seite aus, das Video ist gleich zu Ende, der große Showdown kommt gleich, die V2 ist gleich bereit, ich gehe leider drauf, aber ich habe die böse Medaille noch mitgenommen, mein Fallschirm, Inga hat den letzten Kill gemacht, na bloß gut, ich habe gleich mal drüber nachgedacht, was gleich passiert, das, wo ich die V2 hatte, wo ich hinrenne, absolut abgeschalten, aber passiert. So, und dann bis im nächsten Video und macht's gut, alle. Ihr habt euch unter Druck gut geschlagen, man wird sich an diesen Sieg erinnern.